Hallo, hier ist Francis Herdes. Wann hast du das letzte Mal deine Grenzen überflogen? Ich hatte gerade ein ganz inspirierendes Interview mit Yvonne Date. Die macht so Tandemflüge und das war schon immer mein Traum, ursprünglich mal Fallschirm zu springen. Also einfach mal alles loszulassen, einfach die Angst hinter sich zu lassen, die eigenen Grenzen, die wir uns oft auferlegen, hinter mir zu lassen. Und einfach zu springen und einfach zu fallen, einfach loszulassen, einfach nur zu sein. Und aus diesem ursprünglichen Wunsch ist dann das Gleitschirmfliegen geworden, also Paragliding. Denn Yvonne hat mir erzählt, davon hat man noch viel, viel mehr in der Luft und kann so richtig die Aussicht genießen und kann so richtig gleiten in der Luft, wie so eine Meditation. Und da haben wir gerade ein richtig inspirierendes Interview gemacht, was ich hier auch noch posten werde. Denn sie erzählt ein bisschen auch, wie wir als Unternehmer, gerade wenn du auch selbstständig bist, so wie ich, dann kannst du ganz viel von Piloten lernen und deren Strategien und wie sich das während des Fluges verändert. Und da kannst du ganz viel auch übers Mindset lernen, wenn du einfach loslässt, wenn du gleitest, wenn du fliegst. Und deshalb aus dieser Idee heraus und weil ich gerade vor meinem ersten 12-Stunden-Walk stehe, morgen früh um 7 geht's los mit meinen besten Freunden. Machen wir so einen 12-Stunden-Walk. Und deshalb challenge und inspiriere ich dich heute. Wann hast du das letzte Mal deine Grenzen überflogen? Wovor hast du vielleicht so ein bisschen Bammel, etwas zu tun? Aber was würde dir so richtig Spaß machen? Wo würdest du mal so richtig über dich hinausgehen und daran wachsen? Daran einfach mal so alte Sachen, wo du dich vielleicht in die Box steckst oder wo du dich klein hältst, einfach mal loslassen und einfach losgehen und das machen. Es kann zum Beispiel sein, vielleicht ist dein Traum, auch mal paragliden zu gehen, einfach mal in der Luft zu gleiten. Vielleicht willst du dich auch mal so richtig sportlich challengen. Oder eins meiner Lebensträume war auch, das habe ich 2016, glaube ich, war das, habe ich das realisiert. Ich hatte schon immer den Traum, dass ich eine Reittour auf Island mache. Und zwar nicht so eine Touristentour, sondern eine, die so richtig über Stock und Stein geht, eine, die mit Pferden ist, die auch richtig Lust darauf haben, die so richtig den isländischen Spirit haben. Und tatsächlich, kurz bevor ich das gemacht habe, habe ich dann auch hier über Facebook interessanterweise eine Frau getroffen, die genau sowas macht. Wenn du nämlich die Entscheidung triffst, dass du über deine Grenzen hinausgehst, dass du deine Grenzen so richtig überfliegst, dann ist auch interessant, wie sich alles so, wie alles so dir zufällt. Also durch Zufall fällt dir zu, was fällig wird, was du brauchst an Fähigkeiten, was du brauchst an Gelegenheiten, um genau über diese Grenze hinauszugehen. Und so hat das zum Beispiel mit Island geklappt, so hat sich das jetzt ganz toll ergeben mit dem Paragliden, was ich im Juli das erste Mal machen werde. Yay, ich freue mich schon so richtig. Was ist bei dir, was hält dich bisher zurück, die Sachen zu machen, die dir so richtig Spaß machen? Wo merkst du, dass du dich klein hältst? Und wo kannst du jetzt einfach mal ganz kraftvoll über deine Grenzen hinüber gleiten? Voller Leichtigkeit, voller Freude. Sachen, die sich vielleicht zäh angefühlt haben, wo kannst du da mehr Leichtigkeit reinbringen? Wo kannst du ja so richtig dieses Blessing, diesen Segen so da durchfließen lassen? Du siehst, ich bin ganz begeistert, habe nämlich gerade mit Yvonne das Interview aufgenommen und wir haben uns ausgetauscht. Einfach total inspirierend und das poste ich auch in Kürze, wenn mir Yvonne den Daumen hoch gibt. Und was ich dir als Inspiration noch mitgeben möchte, wenn du vielleicht gar nicht so genau weißt, womit du dich klein hältst oder wenn du gar nicht so genau weißt, wo hakt es jetzt einfach oder wo ist eigentlich die Grenze, die ich mir selber setze oder wo stecke ich mich in so eine Box hier bis hierhin und nicht weiter, dann habe ich eine tolle Duftinspiration für dich, die mir immer hilft in so Momenten, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich hier irgendwo eine Grenze innerlich oder äußerlich erreicht. Wenn ich darüber hinausgehe, wenn ich darüber hinaus fliege oder gleite oder krabbel oder wie auch immer, drunter hindurchgehen, ganz durchgehen. Da gibt es ja viele Wege, die dich da durch so eine Herausforderung bringen. Immer wenn ich so davor stehe und weiß, wenn ich hier jetzt weitergehe, dann kann ich so richtig wachsen, dann gehe ich so richtig einen Riesenschritt weiter.
Dann, in dem Fall, nutze ich wieder meinen Duftsinn, um Altes loszulassen, gerade emotional, gerade gedanklich auch, und wieder voranzugehen. Und diese Mischung, eine meiner Lieblingsmischungen, wenn du Gary noch kennst, der diese Mischung zusammengestellt hat, Gary Young, wenn du ihn zum Beispiel an einer Veranstaltung getroffen hast und oder auch so mal, wenn er was für uns Leaders veranstaltet hat, dann war immer diese duftende Aura von dieser Mischung, also die duftende Aura von Highest Potential. Und das ist so eine violette Mischung und eine meiner Lieblingsmischungen, denn sie ist sehr blumig, ein bisschen herb und trage sie mir so als Parfum auf, wenn ich Sachen vorhab, wo ich weiß, oh, hier überfliege ich jetzt wieder eine Grenze von mir. Sei es im Mindset, sei es emotional, sei es physisch einfach. Und da nehme ich mir so einen Moment und schnuppere einfach Highest Potential. Und stell mir vor, wie sich das anfühlt, wenn ich diese Grenze überflogen habe. Zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, morgen um 19 Uhr, wenn ich die 12 Stunden hinter mir habe, werde ich wahrscheinlich ganz schön happy sein, dass ich das geschafft habe. Und in genau dieses Gefühl gehe ich rein, diese Transformation während des Tages. Und was auch schön ist, wenn du inspirierte Menschen um dich herum hast, zum Beispiel wenn du mit deinen besten Freunden zusammen Grenzen überfliegst. Ich mache das morgen mit meinen besten Freunden zusammen. Und wenn du Menschen um dich herum hast, die dich inspirieren, zum Beispiel, vielleicht kennst du Kay Fitzgibbons, eine der besten Fitness- und Motivationstrainerinnen. Du findest sie auch hier auf Facebook. Ich habe ihr erzählt, du Kay, ich möchte so einen 12-Stunden-Walk machen. Was brauche ich denn dafür? Wie kann ich dafür trainieren? Und sie hat extra ein Live-Video auch dazu gemacht. Aber der entscheidende Satz, den sie mir geschrieben hat, sie ist gerade auf Weltreise, also deshalb aus der Ferne. Der entscheidende Satz, der mir so richtig Motivation gibt für morgen, ist, hat sie mir geschrieben, ich glaube, dass jeder gesunde Mensch, der gut drauf ist, gut so einen 12-Stunden-Walk machen kann. Ich glaube, das schafft einfach jeder gesunde Mensch. Und das Allermeiste daran ist einfach das Mindset. Und wenn du so grundsätzlich fit bist, dann kannst du das super gut machen. Und bei dem Satz hat es bei mir so richtig Klick gemacht. Und dann, also danke Kay, wenn du das hier siehst. Und das sind manchmal so kleine Schlüsselerlebnisse, wo du merkst, entweder das ist mir alles zu viel, ich schlage jetzt eine neue Richtung ein, oder so ein Schlüsselsatz, wie Kay ihn mir gesagt hat, und auf einmal Klick, da legt sich in dir so ein Schalter um und du weißt, ich schaffe das. Ich gehe das einfach an, ich nehme die Herausforderung an. Und ich werde auf jeden Fall morgen Highest Potential dabei haben, um mich immer daran zu erinnern, da steckt noch viel mehr Potenzial drin. Ich schaffe das. Ganz viel davon ist Mindset. Einfach keep walking und mal schauen, ob ich es morgen schaffe, dann ein Live-Video für dich zu machen. Aber mit diesem hier möchte ich dich inspirieren, einfach deine Grenzen zu überfliegen und einfach über dich hinauszuwachsen. Dazu empfehle ich dir auch mal reinzuschnuppern in Highest Potential. Also schreib mir einfach, wenn du es mal reinschnuppern willst, dann tropfe ich dir das auf eine schöne Karte und schicke dir das als duftende Post. Schau auch gern auf meiner Seite lebeduften.de/highestpotential und da kannst du dich auch inspirieren lassen und dir Highest Potential direkt bestellen, wenn du Großes in deinem Leben vorhast, wenn du große Ziele hast und dich ab und zu einfach gerne mal challenged. Also viel Spaß dabei und drück mir die Daumen für morgen. Und ich freue mich schon, dir davon zu berichten dann. Und ich freue mich schon, ich werde in Kürze dann das Interview mit Yvonne auch posten, dass du einfach mal von einer Pilotin hören kannst, wie es sich anfühlt, sowohl innerlich als auch im Geschäftsleben, als auch während des Fluges Grenzen zu überfliegen. Also schönen Abend wünsche ich dir. Schreib gern dein Feedback, wenn dir Gedanken dazu einfallen, wenn du dazu auch noch Inspiration hast, einfach in die Chatbox hier. Freue mich von dir zu hören und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.